Nein, Weste. Da. Machst du? Lila Farbe. Ah, ich sehe es. Oh, jetzt haben wir 7. Ist Mist das viel. Egal. So. Das Ding braucht noch die. Oh, war was? 1000 durch 64 habe ich schon öfters gerechnet, ne? 640 waren 10. Ja, das waren etwa 15. Genau. Wirklich. Also ich brauche etwa 15 Stacks Weizen. Also Mehl. Jo. Das ist einfach so unglaublich praktisch, wenn man das hier. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Wow. Was haben wir eigentlich an automatischen Maschinen? Also wirklich an Maschinen, die ins Autographensystem eingebunden sind. Guck runter. Pulverizer, Furnace. Unten stehen die? Ja. Oh. Ah, da hinten, ich erinnere mich, ja. Schauen. Ja, Induction Smelter. Stimmt, ich wollte einen Fluid Transposer noch anwenden. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich es machen soll. Wegen dem Ender. Das geht schon. Induction Smelter funktioniert so? Ja. Der ist im Blocking Mode. Sobald Items drin sind, akzeptiert er keine mehr. Oh, Hardened Glass haben wir schon, okay. Einmal Gold, einmal Silber. Gibt Elektrum. Wobei wir da momentan auch noch haben, egal. Es geht hier ums Prinzip und ich renne schon wieder an der total falschen Ecke rum. Wie immer. Oh Mann, du lernst es aber nicht, oder? Doch. Nur die Ecken ändern sich. So wie sich die Zeiten ändern. Mein Problem wird eher, das ganze Wasser für den Teig zusammenzukriegen. Echt? Mhm. Wow. Warum das? Weil ich das Wasser ja in Eimern haben muss, beziehungsweise, ja, doch in Eimern. Obwohl, ich kann es in Kapseln abpacken, glaube ich, ja. Für Crafting, ne? Da kannst du auch den Cycle-Assembler verwenden, der hat automatisch, Wasser nachfüllen. Mhm, das stimmt. Oder ein Liquid Crafter gibt's, glaube ich, auch. Mach dasselbe. Mach, was dir lieber ist. Aber Cycle Assembler hat mal schon da. Ach, stimmt. Da gibt's von AE sogar was. Aber wie hieß das Ding? Ein Cycle Assembler steht auf jeden Fall nicht hier drin. Das heißt, er muss irgendwo anders sein. Wo ist er denn? Oder muss ich einfach einen abbauen? Da, du musst einen abbauen. Liquid Crafter, ja. Mach's ich doch gerade. Von Mind Factory gibt's den. Aber also, da gab's okay. Noch irgendwas von was anderem. Kann ich einen von denen einfach abbauen, die. Oder ich kann einfach einen von denen verwenden, die hier stehen. Jo. Stimmt, ja. Bis so rum. Du nimmst mir kurz 15 Stacks Salz mit, ich habe ja meine Salzproduktion hier. Da, ME Fluid Crafting Chamber. Ah ja. Ja gut, aber... Muss man jetzt nicht so unbedingt haben. Eine kleine vielleicht. Nee, das ist eine Crafting Chamber, die du
einfach dran haust an seinem AI. Also kein Multiblock. Ah, okay. Dann geht das ja. Ja, die baue ich schnell. Und wo packe ich den Chronotyper rein? Beziehungsweise in welche Richtung soll das laufen? Nehmen einfach unser Wasserfass, oder? Jetzt fliegen können wir eigentlich so ganz schön. Wir haben noch genügend Flaschen. Ah, gut. Wie Flaschen? Ja, ach, Flaschen. Flaschen vom Fliegen, ja. Flugessenz, ja. Ja. Nein, nicht verpeilt. Überhaupt nicht. Nein. Oder nicht? Hat noch irgendwer einen Fluorduct? Nee. Ja. Genügend. Hinter dir. Ja. Wieso habe ich ja immer noch so eine Star hier drauf? Das ist sehr seltsam. Ja, ich habe das auch noch drauf, also der Effekt wird noch angezeigt, aber keine Ahnung. Beeinflussen tut's nicht wirklich. So, dann stellen wir die hier auch mal zum Hauptnetz. Ach, scheiß drauf. So, da man den Chronotyper glaube ich gar nicht erweitern kann, ne? Ne, kann man nicht. Oder? Warte, okay, jetzt muss ich nachschauen. Strukturieren wir den Kram mal um. Was musst du nachschauen? Mit dem Liquid Crafter Dingens. Ich dachte, ich hatte das irgendwo so gesehen, dass man das einfach nur ans AI ranhaut. Läuft aus der Water Drum nicht automatisch Wasser raus? Warum? Ich weiß nicht. Weil ich eigentlich jetzt gerne wollen würde, dass das so wäre. Ich will auch so viel. Ja, aber ich habe doch halt keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe gedacht, man kann es einfach hier anschließen und dann läuft da Wasser raus, aber nein. Oder ist es immer noch so, dass man bei FluorDAX 2 braucht, 1 als In- und 1 als Output? Wäre mal wäre so nett, um so ein Sewer-Ding zu bauen. Eins reicht. Was? Ein Sewer-Teil da. Ja, wie gesagt, ein was? Ein Hopper, der Flüssigkeiten einsaugen kann. Einfach oder nur Sewer, S-E-W-E-R. Dann sag nicht Sewer-Teil, was dann sowas heißen würde wie, ja, da kommt doch eigentlich irgendein anderes Wort hin. Ich bin beschäftigt. Ich kann gerade auch nicht. Moment, da soll es ja noch gar nicht hin. Ah, der braucht ein Signal, okay. Wird zwar nicht ganz so schön wie Sunshine, aber zweckmäßig. Hm?
Für was brauchst du denn eigentlich die Suhr? Für Smelly Shit. Ist für eine Quest. Ach so. Nein, für Smelly S irgendwelche Zeichen. Ja, ja. Ah, okay. Wie nennt sich das Teil nochmal? Das wurde nicht wirklich Blueprint genannt, ne? Schematic? Schematic, ne? Wenn da einmal eine drin ist, dann bleibt die auch da drin. Die kannst du umschreiben. Rechts am Rand. Ach stimmt. Das, ja. Das lief ja so, das lief ja nicht anders. Das ist immer so kompliziert. Genau. Dann kann ich noch fliegen. Nach 14 Minuten reicht. Wird aber knapp, ne? Nö. Nicht knapper als die Rettung. Ich sage sehr oft so und andere Füllwörter, ja. Doch, tue ich. Aber so nicht doch. Wird. Weil es gerade so still war und ich gerade aus Reflex wieder so gesagt habe. Petombe, nur noch schlimmer. Okay, keine Ahnung, wie das mit der Fluid Crafting Chamber da funktioniert. Ich finde da auch nichts mehr im Internet. Dann brauche ich jetzt erstmal Jungle Beam. Schon wieder Nacht und es regnet schon wieder. Nicht cool. Hoppala. Das wäre fast knapp geworden. Oh.
Wie gut, dass ich Magneten habe. Butter ist im Prinzip Tofu und Salz. Das ist aber echt erschreckend ruhig. Ja, deswegen kamen ja gerade diese ganzen Füllwörter. Aber ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Ich kann gerade nicht viel reden. Müde? Obwohl ich heute ewig viel gepennt habe, ey, das ist krass. Ich habe heute, bin ich um 10 Uhr aufgestanden oder so. Und war mal kurz Mittagessen bei meinem Bruder und dann kleiner mein Bruder, es war so 3 und dann bin ich nochmal schlafen gegangen, bis um 8 Uhr durchgeratzt. Okay. Also 8, bis um 8 Uhr abends durchgeratzt. Und trotzdem noch so müde. Ich versteh's nicht. Wechseljahre? Vielleicht. Wer weiß, ne? Naja, wird schon irgendwie gehen. Hoffentlich. So, das passt. Item Ducts brauche ich noch. Ja, nee, das wird unglaublich ausgefeilt. Wie viel ist eigentlich in diesem Certus Tank drin? 16 pro Stück, glaube ich. Echt nur? Ich glaube, ja. Fast gar nichts. Oder steht das vielleicht dran? Eben nicht. Nee, in die meine ich. Ich glaube 20 Buckets. Ich dachte mal, Zertas Tank klingt so unglaublich viel. Der hat schon ein bisschen mehr als normal, aber. Okay. Also er hat mehr als 16. Ich weiß jetzt nicht, ob 20 oder 32. Und kannst ja eigentlich reinschauen. Unser Wasser ist alles komplett im AI durch Certus. 97 Buckets, das ist gar nicht so viel. Ah, doch, geht. Nicht, wenn ich mehr oder weniger 1000 Buckets brauche für Mehl. Das füllt sich wieder auf. Das ist nicht mal so langsam. Das kann der Cyclic Assembler ja eh nicht auf einen Ruck durchziehen in einer Sekunde. Deine 1000 Wasser. Nee, aber ich hab die an der Drum angepackt und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Weil ich jetzt hier nicht irgendwie MI-Kabel hinlaufen lassen werde oder so, was dann sagt, hier pumpt da mal Wasser aus oder so. Nee. MI war nie so meins. Ist die Barrel schon wieder leer oder wie? Die Drum meinst du? Ja. Die war randvoll, die habe ich halt rangepackt, die ist leer. Damit habe ich jetzt, warte mal kurz, knapp 4 Stacks geschafft. Von ja, 15, die ich brauche. Ich baue es dir schnell. Ja. Willst du die Drum wieder haben, oder? Braucht den Kram hier im Craft Terminal irgendwer, oder hängt der nur so hier rum? Worum geht's? Der Kram im Craft Terminal, ob der gebraucht wird. Ich glaube nicht. Lass gucken. Jetzt ist es eh zu spät. Geil. Hast du einen Wassereimer vielleicht? Du kannst den Eimer aus dem Assembler rausnehmen. So, sure. Rein theoretisch kann es auch mehr sein. So. So, jetzt nur noch anschließen.
Ah ja, beschleunigen wir es halt mal ein bisschen. So, irgendwas fehlt. Du hast den Export für die Kiste. Nee, warte. Wieso geht denn. Ach, jetzt ist hier das Blaue aus irgendeinem Grund. Ja, ich hab das umgeschaltet. Sorry. Aber die Seite ist eigentlich gar nicht als blau angezeigt. Das ist der Boden. Warte. Das geht hier, also links muss orange sein. So. Jetzt. Also der Spiegel verkehrt, meine Fresse. Ja, ich hab nur einen umgedreht wegen am Wasser. Ja gut, fertig. Das läuft. Wenn das alles durch ist, habe ich eigentlich den Großteil geschafft. Dann brauche ich noch ein bisschen mehr Teig für später, aber dann habe ich eigentlich... Oh. Ja. Ach so, deswegen. Was? Unsere Wasserproduktion sieht ziemlich ebbe aus. Ja, dieser eine Aqueous Accumulator ist alles, was wir in Wasserproduktion haben. Mhm. Deswegen, was glaubst du, wie schnell ich das MI-System leer hatte? So, Lava haben wir, warte mal kurz. Genug. 9 Kilobuckets. Ja, weil ich es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll finde, dass wir das da drin speichern. Aber naja. Ja, ich wäre so, auch immer noch dafür, dass wir Wasser drin speichern, weil Wasser brauchen wir eigentlich immer wieder. Ja, Moment. Lava haben wir jetzt in der einen Zelle drin. Wir haben jetzt momentan wie viele? 12 oder so? Wir haben... 6. Reicht trotzdem. Aber nicht für die Unendlichkeit. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da diesen Kacklaber wieder rausbekomme, wenn wir mal andere Flüssigkeiten reinhauen wollen. Du könntest mal versuchen, ob du die Zelle hier in das Singularitäten-Ding reinsetzen könntest. So, okay. Warum lässt uns schon Sewage raus? Ach, was soll's. Ich glaube, da packe ich gleich das QDS einfach so direkt dran. Oh. Hier unten an das Sewage-System. Ja. Warte mal, Singularität ist da beim Crafter, ne? Ja, links daneben. Da muss ich ja jetzt einen Modi umstellen, oder ne? Ne, du kannst einfach das da reinsetzen und da ist oben... Es läuft wie eine Zelle. Huch, das geht und wie schnell das geht. Wir haben eine Singularität. Okay, schön. Wir brauchen zwei. Mindestens. Ach, jeder Millibucket ist ein Energy. Boah. Okay, das merken wir uns. Also komm, ist dumm. Wir schmeißen da jetzt Wasser und Lava und alles Mögliche aus, was wir nicht brauchen. Wasser brauchen wir. Ja, wenn wir es dann nicht mehr brauchen, meine ich. Ja, ich lass ihn mal drin, ne? Ein bisschen. So ein Stack Singularitäten wäre schon nicht schlecht. Oh. Was bringt die eigentlich genau?